Was guckst du hier Schönes? Erzähl mir was Gutes. Ich habe dir doch gesagt, dass es keine gute Idee ist, die Tereshkovas vom Netzwerk zu trennen. Sie verhalten sich merkwürdig. Wenn du mir nicht glaubst, hör dir das an. Siehst du diese Gruppe von Menschen, meine liebste Claire? Das sind Besucher. Die Kleinen sind neuere Modelle. Man nennt sie Kinder. Sie machen alles hübscher und spaßiger. Die etwas Älteren sind sogenannte Studenten. Sie besitzen schon mehr Fähigkeiten. Und das ältere Modell hinter dieser Säule ist ein sogenannter Senior. Und er starrt uns ständig an, will mir scheinen. Sie reden über mich. Sie haben mich gesehen. Die Roboter haben die Menschen in der Ausstellung angesehen, als wären sie Ausstellungsstücke. Das ist richtig gruselig. Du solltest ihren Speicher löschen. Sehr mich das auch irritiert, das finde ich geil. Ja. So, was wolltest du jetzt? Ja. Du siehst so konzentriert aus, Schatz. Denkst du an mich? Lass mich in Ruhe, ich arbeite an meiner Ausrüstung. Ich hoffe, du denkst nicht an die garstige Doktorschlampe. An wen? Wovon redest du eigentlich? Na, Petrovs vulgäres, reizloses Flittchen natürlich. Meinst du Dr. Filatova? Ist mir egal, wie sie heißt. Sie soll dich in Ruhe lassen, wenn sie weiß, was gut für sie ist. Filatova wird wegen der Unterstützung von Mutterlandsverrätern vor Gericht kommen und bestraft werden. Ich weiß, dass sie eine Verbrecherin ist, Schatz. Wollen wir sie aufknüpfen? Das wird lustig. Ach, halt die Klappe. Du Schaf. Was hast du da gesagt, mein Hübscher? Ich hab gesagt, dass du das Maul halten sollst. Du hast mich doch wohl gehört. Och, ich liebe es, wenn du wütend bist. Bestraf mich. Ey, du bist so dermaßen krank. Ich hab dazu nichts zu sagen. Ich pack mir einfach nur Munition ein. Ich gehe wieder aus. Hab ich noch gelöscht? Oh, nein, hab ich nicht. Was hat der hier noch mit? Ne, der darf da hin. Der darf weg. Ich kann auch Kalaschpatronen gebrauchen. Oh mein Gott, ich spuck das aus. Danke. Oh, passt. Okay, da muss ich hin. Er bewegt sich ja. Ich habe nicht gespeichert, oder? Speichere Daten. Danke, das hat mir gefehlt, der Satz. Das ist die großartige 3. Hey Charlie, warum konnten Sie nicht einfach überall normale Schlösser anbringen?
Solche mit Zahlencodes und so. Wahrscheinlich, weil dann jeder, der den Code gehackt hätte, ohne Berechtigung die Schlösser hätte öffnen können. Ja, aber jetzt kommt man einfach durch, wenn man die Rätsel löst. Das schafft doch jeder. Ja, gut, hier ist eine geschlossene Tür, da komme ich nicht durch, da gibt es nämlich keine Tür, hier ist Stand mit der Roboter, ich komme jetzt hier längs. Bin gespannt, was hier jetzt kommt. Außer dieser Turbine natürlich. Die habe ich irgendwie auch nicht erwartet, aber... Hallo! Im Idealfall hat er sich da jetzt eingepackt und ist mir egal. Ich glaube, der hat sich tatsächlich da eingepackt. Okay, hier unten gibt es auf jeden Fall noch mehr von denen. Warten. Hier würde ich gerne hoch. Okay, also wieder Rätsel lösen. Kommt er echt nicht wieder raus. Charles, Dr. Sechenov hat doch nie ein Armband getragen. Sieht der Alpha Connector irgendwie anders aus? Und ob? Dr. Sechenovs Gerät ist einzigartig und Form und Ort gehören zu seinen bestgehüteten Geheimnissen. Dann muss sein Alpha Connector also gut bewacht sein. Und wer macht das? Argentum? Es wäre viel zu riskant, Menschen damit zu betrauen. Er wird von Dr. Sechenovs persönlichen Leibwächtern bewacht. Den Ballerina-Zwillingen? Ihre Bewegungen sind so... anmutig und elegant. Sie erinnern mich an irgendwas. Ach ja? Und woran genau, Genosse Major? Ich weiß nicht, an etwas... etwas Gutes. Ja, hier hoch. Nochmal... Jetzt kann ich die andere Seite drehen. Warte mal kurz. Du bist falsch. Ich kann mich nicht hören, Alter.
dem komme ich jetzt hier rüber und... komme jetzt hier nicht weiter. Okay. Den brauche ich. Eins, zwei, drei. Hallo, hallo, ich muss hier mal durch, danke. Eisenstein. Aha. Und hier weiter. Ah gut, hier ist auch zu Ende. Da muss ich mir ja nicht Sorgen machen, dass ich irgendwas verpasse, weil ich hier links muss und nicht anders kann. Warum wackelst du? Du hast keinen Kopf mehr. Okay. Schwarzkurs da rum. Mach's gleich. Kann ich die Shotgun haben? Danke. Gefällt dir das? Pass auf! Noch was für mich und. Ach, guck mal, jetzt ist die Tür wieder offen, ja. Hier wartet vielleicht noch einer. Und hier ist jetzt wieder ein Rätsel. Goldene Schweinchen. Wieso muss ich nach unten? Achso, ich muss ja die Roboterteile finden von der
Ja. Huch. Hallo. Da ist über der Arbeit, wie sie. Der nicht. Guten Tag, ich bin Ihr Dozent wider Willen. Aha. Irgendwas sagt mir, jetzt wird's kompliziert. Aha. Nicht angeschaltet. Schade. Wieder hoch anscheinend. Und was passiert jetzt? Ich kletter hier hoch und dann darüber. Du hast die Wartungsräume der Anlage erreicht, Major. Eins der Beine meiner lieben Claire ist ganz bestimmt dort. Ja, ja. Auf und davon. Solche Roboter habe ich noch nie gesehen. Warum nicht? Dieser Roboter ist im Nahkampf sehr gefährlich. Ha. Den habe ich gemerkt. Ach, deshalb kriege ich ja eins auf die Schnauze. Guck. Ist das voll auf oder was? Nachladen. Ja. Du wolltest es so. Die Claires Teile und bring sie wieder zurück.
Okay, ja, gut. Bin da hochgekommen, ne? Dann geh ich hier raus. Charles, warum hat der Boss die echten Beta-Konnektoren außer Betrieb genommen? Waren sie kaputt? Nicht ganz. Dr. Sitchinoff war nicht überzeugt, dass es bei Kollektiv einen Bedarf an Entscheidungsbefugnis gab. Also wollte der Boss Gleichberechtigung und hat wegen Molotow seine Meinung geändert? Vielleicht, Genosse Major. Was soll das heißen, vielleicht? Dr. Sitchinoff wollte Gleichheit für alle. Daran besteht keinerlei Zweifel. Aber es gab den Alpha-Konnektor schließlich gleich von Anfang an. Was, wenn der Boss die Macht des Alpha-Konnektors gar nicht nutzen wollte, sondern ihn nur zum Starten von Kollektiv brauchte? Das ist doch möglich, oder? Möglich ist alles.